Ja klar, warum bringen wir nicht eigentlich Leute zusammen, die sich rund um ein Themenfeld und Transfer, also Projekttransfer, austauschen möchten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen und wagen dieses Experiment, mal schauen, ob jemand kommt. Ich würde sagen, ja, es ist jemand gekommen. Wir kooperieren zurzeit mit 37 Organisationen in ganz Deutschland. Und dabei merken wir natürlich, jede Kooperation für sich ist fantastisch, aber was wir uns immer stärker wünschen, ist, dass diese Menschen auch miteinander unmittelbar in Kontakt treten, dass da stärker gemeinsames Wirken entsteht, dass man sich besser organisiert, gegenseitig austauscht. Und meine Hashtags sind selbstbestimmtes ehrenamtliches Engagement, Infrastruktur für Engagement. Ich bin Ingrid Berzau, freies Werkstattleiter hier in Köln. Ich bin Gernot Böckle von den Öcher Freunden, Aachen Nachbarschaftsring. Meine Hashtags sind Urban Mining, Projekttransfer und Next Generation. Ich möchte zusammen mit Imke Meyer eine Session machen zum Thema Konflikte im Generationendialog durch gemeinsame Werte lösen. Also ich fand es auch ganz spannend, in der Vorstellungsrunde ging es so ein paar Mal innerlich bei mir so, oh, wenn ich von den anderen was gehört habe, wo ich dachte, auch mit der Person würde ich mich gleich gerne mal unterhalten. Nicht, weil wir jetzt irgendwas von denen wollen, aber sondern weil man denkt, gut, die haben irgendwie einen gleichen Ansatz oder eine ähnliche Idee oder Einstellung und da kann man sich vielleicht einfach mal ein bisschen austauschen und Erfahrung sammeln. Wir sind sogar zwei Vorstandsmitglieder, die zusammen fast 160 Jahre alt sind. Der Sinn, warum ich heute hier bin, mich hat begeistert das E-Book, was die Stiftung Bürgermut herausgegeben hat, mit dem Transfer-Gedanken. Projekte in Deutschland, die sich mit dem Thema Alter auseinandersetzen, mit alten Menschen etwas machen, versuchen die zu vernetzen, versuchen die zu unterstützen und unser ganz großes Ziel ist, diese Projekte bekannter zu machen und zum Nachahmen anzuregen. Es kam hier zu einem sehr lebhaften Austausch über vorher nicht bekannte Projekte oder wenig bekannte Projekte, über neue Aspekte. Es haben auch einzelne Projektträger ganz bewusst gefragt, wie können wir uns weiterentwickeln, wie sollen wir uns weiterentwickeln. Es fand also ein sehr produktiver Austausch an Ideen statt, der so in den Formaten, die wir sonst bevorzugen, wo wir fachlichen Input liefern, nicht laufen kann. Ich weiß nicht, ob ich der Älteste bin, ob es mir dazu steht, aber eins weiß ich genau, ich bin der älteste Twitterer von Würzburg. Also, ja.